Tja, moin! Willkommen zurück zu Mario Kart 8 Deluxe. Wir machen weiter mit 200 CCM und das Ganze mit einem Cup, den ich selber jetzt gerade nicht weiß. Wir werden es gleich rausfinden. Aber erstmal der wilde Wiggler. Hi. Ich könnte jetzt auch wieder zurückgehen und sonstige Sachen freischalten, wenn ich das wollen würde. 700 Münzen, wir gucken mal. Ich weiß jetzt gar nicht so genau, wie viele Münzen ich gerade habe. Wir können gleich mal in die Statistik schauen. So 800 Münzen sind es bestimmt. Oh, ein Mercedes-Benz. Hi. Und bye, ich brauch dich nicht, ja. Ich bin ein Motorradfreund. Hi. So, die Statistik. Wie viele Münzen habe ich? 818, okay. Das heißt, wir können jetzt vielleicht noch ein weiteres Kartteil freischalten. Oder Fahrzeugteil, besser gesagt. Sagen wir es pauschal. Das ist das Hyperbike. Hyper. Ich denke mal, in diesem Bike oder auf diesem Bike wird der liebe HP Baxter wahrscheinlich ganz gern fahren. Wir kennen es ja alle, ne? HP Baxter mit seinem Song Hyper oder wie das Ding heißt. Ein sehr, sehr schönes Lied. Ja, ich hab's gefeiert. So, ich denke, das war aber erstmal alles, oder? Wie sieht's aus? Ja, genau, okay. Ja, sehr schön. Okay, dann gucken wir uns mal das Hyperbike an. Was das so drauf hat. Wo ist es denn? Na, hier ist es. Sieht erstmal ganz schön aus. So. Tempo ist relativ, ja, guckt's euch an. Ich meine, ihr seht's ja selbst, ne? Würde ich lieber auf das Turbo-Bike zurückgreifen, weil ich weiß auch jetzt gar nicht, wie das ist, ob es ein außendriftendes ist oder ob es ein innendriftendes Bike ist. Ich gehe aufs Turbo-Bike und da haben wir eigentlich nichts, ich sag mal, oh. Schaut euch mal an, wie die Beschleunigung hier nochmal erhöht worden ist. Die Haftung ist auch einigermaßen besser. Ich würde sagen, wir nehmen da mal die Blattreifen. Was meint ihr? Weil, oder die kleinen Reifen? Okay, mit den kleinen Reifen ist die Beschleunigung auch ganz gut. Sogar. Ja. Ja, wir nehmen die kleinen Reifen. Und vielleicht kann man mit dem Bowser-Gleiter noch mal ein bisschen was an der Beschleunigung rausholen. Sehr schön. Gut, da haben wir jetzt wie viel Balken voll gemacht an Beschleunigung? 1, 2, 3, 4, 5 Balken voll. Ich glaube, mehr kannst du mit Bowser Jr. nicht mehr rausholen. Ich glaube, wir haben momentan das beste Aufgebot daran. Wunderbar. Okay, der Bananen-Cup ist der nächste Cup und der ist relativ easy HD. Schauen wir mal, wie easy das heute wird und wie schnell wir heute sind. Weil ich glaube, wir haben, wie gesagt, mit diesem Bike jetzt, mit diesen ganzen Kombinationsteilen, das Maximum aus Bowser Jr. rausgeholt. Weil ihr wisst ja, ne, je schwerer der Charakter, desto schneller ist er auch in der Beschleunigung. Oder im Tempo, besser gesagt. Warte mal kurz, wir haben gerade auf die Beschleunigung geguckt, nicht auf das Tempo. Ups. Gut, dann können wir uns auch direkt mal umbringen gehen. Weil wir auf die falsche Sache geschaut haben. Beschleunigung heißt ja, wie schnell man quasi von 0 auf Endgeschwindigkeit erhöhen kann. Und ich sehe, die Beschleunigung schon ziemlich schnell. Also das ist wirklich hammerhart. Lass mir in Ruhe. Hallo. Brutz. Hui. Aber seht ihr den Abstand, den wir jetzt gerade so an sich fahren? Allein durch unsere Beschleunigung. Aber das ist auch besser für... Oh Gott. Nein, Donkey Kong, bitte nicht. Nein. Dankeschön. Und das ist auch besser für die Leute, die halt ständig irgendwo reinfahren, wie ich zum Beispiel. Die ständig geslowt werden durch Fahren in irgendwelche Bananen oder die abgetroffen werden. Oder falls man halt irgendwie wieder zurückfällt, dass man da ein bisschen, ne, schneller wieder. Natürlich triffst du mich jetzt noch. Warum nicht Donkey Kong? Warum machst du so Spiel? Warum machst du so bei mir? Was soll das? Naja, jedenfalls, Beschleunigung ist in dem Sinne schon ganz cool, dass man relativ schnell wieder auf seine Endgeschwindigkeit beschleunigt. Aber die ist bei uns ja wahrscheinlich nicht so hoch. Und, oh Gott. Hui. Ich habe gerade ein bisschen Bedenken, dass wir das hier als Erster ins Ziel schaffen. Sonst wäre es gleich nochmal eine Blue Shell kommt. Oder wenn sowas passiert. Pilz. Geil! Thanks!
Brutz. Okay. Donkey Kong ist relativ hart zurückgefallen. Sehr gut. Sehr gut, wir haben es trotzdem geschafft. Trotz der Blue Shell. Sehr schön. Ja. Hui. Naja, ich denke mal. Ah, okay. Jetzt kommen hier die Donut Plains. Ich habe das leider geskippt. Sorry. Die gab es aber, glaube ich, ursprünglich auf dem. Nicht Game Boy Advance. Ich glaube, die gab es zuerst. Hey! Kleder, was soll das? Auf den SNES bei Super Mario Kart. Ist aber alles kein Problem, wenn man die Abkürzung kann. Und ich kann sie nicht, wie man sehen kann, nicht wahr? Ja, sehr schön. Ist auch mit 200 CCM ein bisschen schwerer hier zu handeln, ne? Gerade hier, wo man übertrieben hart am Rutschen ist. Auch wirklich hier. Das ist hier wirklich ein hartes Pflaster. Natürlich fahre ich in kein Item rein, das ist auch sehr geil. Natürlich kriege ich auch gleich direkt wieder eine rote Schelle ab. Natürlich. Zum Glück nicht. Oh Gott. Ich glaube, entweder habe ich 200 CCM verlernt oder das Bike ist halt echt nicht so geil. Oder ich habe halt echt wirklich auf die falschen Werte geschaut. Oh mein Gott. Und ich war wieder... Ich wollte gerade sagen, ey, lass mich bitte in ein Item reinfahren. Opa, bitte lass mich in Frieden. Thanks. So. Und bye. Wenigstens hat er keine Hupe mehr. Kann er mir gleich nicht mehr auf den Sack gehen. Das kleine Schwein. Nein, das macht jetzt alles kaputt. Oh Gott. Ich wollte den Pilz nicht mal einsammeln. Was soll das? Okay. Das war ein richtiger Quickie. Sind wir hier innerhalb von einer Minute durchgefahren oder was? Ja, ich glaube, es waren 2 Minuten, aber trotzdem. Das ging verdammt schnell. So, nächste Strecke. Die königliche Rennpiste vom N64, von Mario Kart 64, ja. Wirklich sehr, sehr schön. Schöne, neu gemachte Strecke. Ja. Wo man auch wieder wahrscheinlich 1000 Mal ins Gras fährt und ins Gras beißt wie eine Kuh. Yo, yo, yo. Das sah ganz gut aus. Ja, ja. Und ich habe auch den Tipp bekommen, aber das ist wirklich... Muss man mir nicht erklären, dass man beim Driften hier, auch gerade bei 200 CCM, dass man da bremsen sollte beim Driften. Das ist mir klar. Das, diesen Trick, den habe ich schon raus. Da wart ihr noch nicht mal geplant. Ja, ja. Nee, das kenne ich doch schon seit MK8 Release. Das ist doch... Ist zwar nett, dass ihr mir das geschrieben habt, aber Jungs... Ihr wisst doch, dass ich bremse, wenn ich drifte. Das sieht man doch, oder nicht? Sieht man das hier nicht in der Aufnahme oder hier, wenn ich gerade fahre? Scheinbar nicht. Aber jetzt wisst ihr ja, dass ich das schon vorher wusste. Länger als ihr. Also bye. Aber wenn ich so weiterfahre... Weil mein Abstand momentan ist bestimmt so 1-2 Sekunden. Ich kann jetzt mal gleich gucken hier auf der Ziellinie. 0... 1, 2, 3, ja, es sind fast 3 Sekunden, 3,5 Sekunden oder so, also das in der Art. Das ist auch schon mal ganz gut. Oh Gott. Thanks für nix. Wobei die 3 Sekunden jetzt bestimmt wieder geschmolzen sind, weil ich irgendwie wieder ins Gras gefahren bin. Aber ich sehe zumindest jetzt gerade keine Blue Shell und selbst wenn eine kommt, die kriegt mich nicht mehr. Dürfte mich eigentlich nicht mehr kriegen, weil ich bin zu schnell... Natürlich kann ich aber noch eine. Ja, natürlich. Jetzt gerade wo ich das Item geklaut bekomme, meine Banane geklaut bekomme. Was passiert? Was passiert? Was passiert? Genau, richtig. Natürlich wird mir dann eine rote Schelle reingeworfen. Klar. Immer diese Rothschild-Familie. Ja, das war gerade eine Anspielung an die Rothschild-Familie. Wer kennt's? Wer kennt's? Liken, wer es kennt? Illuminaten? Klar? So, und hier der DK-Tempel, oder wie der heißt. DK-Dschungel vom 3DS. Hi. Nimm mir nicht mein Item weg, Fräulein. Nimm mir nicht mein Item weg. Mach mir nicht alles kaputt hier. So, aber auch hier eine
Oh Gott. Ziemlich problemlose Strecke. Einfach nur wieder driften, bremsen und dann habt ihr das auch eigentlich schon locker in der Tasche. So wie eine Kleptomane beim Einkaufen. Verstehen Sie? Kleptomane klaut ja gerne und... Ha! Ne? Bring dich um, Redon Sky. Bring dich bitte um. No problem, mache ich gerne. Bruts. Jetzt können wir auch eigentlich mal... Die Abkürzung schaffe ich. Ich schaffe diese Abkürzung nicht, weil da bin ich echt zu schnell für. Oh Gott. Aber Jungs, die Abkürzung... was heißt Abkürzung? Dieser Abstand, gönnt euch das mal. Alter. Ich habe da ehrlich gesagt gar nicht so krass drauf geschaut, aber... Jungs und Mädels. Ich rasiere gerade hart. Jungs, wo sind die anderen denn gerade? Aber natürlich muss er auch wieder nur in eine Blue Shell kommen. Normal aus Brudes. Mhm. Klar. Man muss ja auch den Abstand zu mir wieder so ein bisschen... Kann... Hupe, bitte! Warum denn nicht eine Hupe? Warum gönnst du mir denn nicht? Sau. Natürlich falle ich jetzt runter. Auch klar, ne? Klar. Meine ganzen 10 Münzen, die ich gerade eben gesammelt habe, alle weg. Alle weg. Normal aus Brudes. Normal aus. Ihr seht, wie geil das Spiel mir gerade wirklich, wirklich den ersten Platz gönnt, tutet, ne? Würde mich nicht wundern, wenn jetzt gleich nochmal eine zweite Blue Shell kommt. Absolut nicht, ne. Nein! Nochmal Münzen mitgenommen und hi. Und dieser Abstand, Jungs. Und jetzt würde euch... Lasst euch mal diesen Abstand auf der Zunge zergehen, wenn ich nicht von der Blue Shell getroffen worden wäre. Ja? Und das mal wirklich beiseite, ja? Ehrlich. Jetzt einfach in jedem Rennen mindestens eine Blue Shell, oder? Wie sehe ich das? Kam doch mindestens immer eine, oder nicht? Bei jedem Rennen? Keine Ahnung. Ist mir egal, wir haben es geschafft. Und damit haben wir 3 Sterne und somit den Win der Woche und ein neues Fahrzeugteil. Was es ist, was wir da freigeschaltet haben, das finden wir im nächsten Part raus. Macht's gut, haut rein, Zwitsch.